Die Lage ist dramatisch. Wir haben jetzt so ziemlich den Höchststand beim Inn erreicht. Wir haben einen Pegel, der natürlich im Passau noch nicht da war, mit all den Problemen, die er mit sich bringt. In den letzten Stunden stand im Mittelpunkt, die Trinkwasserversorgung für Passau sicherzustellen. Es ist natürlich schon eine sehr, sehr besorgniserregende Situation, die ja auch Passau noch nicht seit erlebt hat in dieser Dimension. Aber ich kann mich nur den Hut ziehen vor diesen gelassenen Passauerinnen und Passauern, die wirklich mit großem Überlebensmut hier die Situation durchhalten. Und wir geben natürlich auch mit den Einsatzkräften das Beste. Es ist ersichtlich, dass hier ein Ereignis ist, was man nicht mal nur als Jahrhundertereignis, sondern als wirklich ein exorbitantes bezeichnen muss. Und insofern wollen wir auch helfen, denn auch wenn die Pegel jetzt langsam zurückgehen, dann werden die Schäden noch lange nachwirken. Und deshalb eine unbürokratische Soforthilfe. Das Land wird etwas machen. Der Bund hat gestern erstmal 100 Millionen bereitgestellt. Wie da die Passauer zusammengerückt sind, wie das Hand in Hand gegangen ist zwischen allen Menschen, das war schon wirklich allererste Sahne.